und herzlich willkommen. Mittwochabend, 21 Uhr, ihr guckt Giga. Was kann das bedeuten? 360. Das Magazin, was sich komplett um die Xbox 360 dreht. Tja, heute schon zum zweiten Mal. Letzte Woche war ja die allererste Sendung. Und ich muss sagen, ich habe richtig viel und vor allem richtig schön gute Resonanz von euch bekommen. Und da möchte ich mich mal richtig herzlich für bedanken. Und vor allem, macht es weiterhin. Schreibt weiterhin Anregungen, Kritik, alles, was ihr loswerden wollt, zu meiner Sendung an colin@giga.de. Wann immer ich kann, werde ich euch antworten und wir versuchen natürlich möglichst viel von euren guten Vorschlägen in der Sendung umzusetzen. So viel dazu. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, was selbst die eisenharten 360-Verehrer wahrscheinlich nicht verpasst haben. Denn seit letztem Freitag ist es soweit, es gab nur ein Thema. Die PlayStation 3 ist endlich auch in Europa gestartet. Was das für uns bedeutet, wir haben offiziell den Krieg der Next-Generation-Konsolen eröffnet. Das heißt, Nintendo's Wii, Xbox 360 und PlayStation 3 sind ab jetzt sofort bei uns erhältlich und wir sind hochgradig gespannt, wer denn das Rennen machen wird. Weil in der letzten Generation war das Ganze ja nicht so unglaublich spannend, sagen wir mal. Da gab es die PlayStation 2, die Xbox und den GameCube und da hat die PlayStation 2, muss man doch mal leider fairerweise sagen, ganz klar das Rennen gemacht. Das könnte sich aber ändern, denn es sieht ganz danach aus, dass immer mehr Entwickler der Xbox 360 immer mehr Potenzial beimessen. Woran wir das merken? Das merken wir einfach daran, dass ganz, ganz viele Spiele, die ursprünglich für die Sony-Konsole angekündigt waren, jetzt plötzlich auf die 360 kommen. Entweder exklusiv oder unter anderem. Den Anfang hatte eigentlich letzte E3 die Ankündigung von Rockstar gemacht. Die haben ja gesagt, wir bringen unser nächstes GTA nicht mehr zeitverzögert für verschiedene Konsolen, sondern es kommt zeitgleich für PlayStation 3 und Xbox 360. Und dann ging eigentlich das ganze Jahr so weiter, dass immer mehr Spiele, die ursprünglich nur für die PlayStation 3 kommen sollten, auch für die 360 angekündigt wurden. So große Namen wie Mercenaries 2 oder Assassin's Creed, jetzt vor kurzem Virtua Fighter 5, der Riesenprügelname, wo alle PlayStation 3-Fans gesagt haben, wow, der bleibt uns erhalten. Und in den letzten Tagen ging es immer weiter. Jetzt haben auch die Japaner langsam immer mehr Vertrauen gefunden in die amerikanische Konsole. Ein sehr untypisches Verhalten für unsere fernöstlichen Zockerfreunde. Da hat zum Beispiel Capcom gesagt, Devil May Cry 4, ursprünglich auch nur für die PlayStation 3 angekündigt, kommt jetzt auch für die 360. Und ein weiteres Spiel, Ace Combat 6, das ist ein Spiel von Narcos, so ein Flugsimulator, kennt vielleicht nicht alle von euch, aber der ist seit über 10 Jahren, seit der PlayStation 1, exklusiv nur für die PlayStation 1 erhältlich gewesen, kommt jetzt auch für die Xbox 360. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, wir Xbox 360-Fans bekommen noch mehr tolle Spiele. Und woran mag das liegen? Da gibt es verschiedene Gründe. Einmal zum Beispiel natürlich, dass die Hersteller mehr Vertrauen in Microsofts Konsole haben. Sprich sagen, es lohnt sich zu entwickeln für die 360. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Entwicklungen von Spielen sind heutzutage dermaßen teuer geworden. Da ist es nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass eine Person sich um Grafik, Sound, Spieldesign und alles kümmert, was so ein Spiel hat. Heutzutage sitzen da ganze Hundertschaften, oftmals über Jahre hinweg an einem Titel. Und das ist natürlich klar, dass sie sagen, wenn wir jetzt einen Flop machen, wenn das Spiel nicht gut ankommt und nur auf einer Konsole erhältlich ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Entsprechend sagen sie, je mehr Konsolen, desto mehr Spiele können wir potenziell auch absetzen. Ist auch ganz egal, was die Zukunft bringen wird. Für uns heißt es auf jeden Fall, jede Menge tolle neuer Spiele kommen. Aber das war jetzt auch genug Zukunftsmusik für heute, denn ihr wollt natürlich wissen, was habe ich denn heute am Mittwochabend für euch parat? Da haben wir eine ganze Menge toller Themen. Wir haben zum Beispiel uns das Musikportal. Wir haben uns bei Xbox Live mal ein bisschen umgeschaut und wollen euch vorstellen, wie funktioniert das eigentlich? Ihr könnt ja Musik in Spiele einbauen, MP3s von CDs rippen. Wir machen den Live-Test, wie läuft das Ganze? Des Weiteren haben wir die Community Top 10 für euch. Ihr habt gewotet, was sind eure Lieblingsspiele? Und wir haben natürlich, wie jede Woche, ein ganz besonderes Thema für euch. Unser Thema der Woche. Der König des Arcade-Tennis ist zurück. Und das in 1080p. First Service. Bereits im Jahre 2000 schaffte es Sega mit dem Erscheinen von Virtua Tennis Arcade-Sport vom Allerfeinsten zu bieten. Und nun können wir uns nach jahrelanger Konsolenabstinenz endlich wieder auf heiße Ballwechsel freuen. Bevor man aber gegen die besten Tennisspieler der Welt antritt, sollte man sich erstmal einen geeigneten Filzballschläger für sich aussuchen. Insgesamt stehen einem dabei 20 Spieler zur Verfügung. 13 Männer und 7 Frauen. Neben den internationalen Topgrößen wie Roger Federer, Andy Roddick und Amélie Mauresmo ist aber auch der deutsche Tennisstar Tommy Haas mit von der Partie.
Wem das aber immer noch nicht reichen sollte, der kann sich in der Karriere seinen eigenen Spieler erstellen und diesen dann an die Spitze der Weltrangliste führen. Um das aber zu bewerkstelligen, ist natürlich viel Training vonnöten. In den witzigen Minigames kann man sich so fit für die bevorstehenden Turniere machen. Oder aber man spielt sie im Multiplayer. Mit bis zu 4 Spielern kann man sich somit auch auf spaßige Abende außerhalb des Tennisstresses freuen. Oh nein! Spieler 1 gewinnt! Begibt man sich aber auf den Platz, erwartet euch Arcade-Tennis vom Allerfeinsten. Die Bewegungsabläufe der einzelnen Charaktere sind sehr gut gelungen und die Steuerung dürfte selbst Anfänger nach wenigen Ballwechseln in Fleisch und Blut übergehen. Um aber als Sieger aus den Matches zu gehen, muss man das Schlagportfolio voll und ganz ausschöpfen. Egal, ob man nun einen harten Cross, fiese Stops oder gewagte Lobs spielt, spielerisch wird bei Segas neuer Tennisgranate alles geboten, was man sich nur wünschen kann. Und dazu kann man nun bis zu 3 Gewinnsätze und alle anderen möglichen Varianten einstellen. Hat man sich dann in der Karriere ganz nach vorne gespielt, geht es nun online zur Sache. Exklusiv für die Xbox 360 hat Sega einen Online-Modus kreiert, der für weitere spannende Multiplayer-Matches sorgen soll. Und wer davon mal ein Päuschen braucht, der kann sich über VTTV in aller Ruhe anschauen, was denn die anderen Spieler so treiben. Aber auch technisch ist das Spiel nicht nur dank der 1080p-Auflösung sehr gut gelungen. Die einzelnen Tennissternchen sind allesamt sehr sauber in Szene gesetzt. Die Animation des Publikums dagegen weniger. Da merkt man eindeutig, dass AM2, der Entwickler für die PlayStation 3-Version, etwas besser gearbeitet hat. Aber wenn die Kulisse nach einem heißen Ballwechsel auf dem Center Court vor Begeisterung explodiert, kommt es einem fast so vor, als wäre man selbst im Stadion. Virtua Tennis 3 hat es also geschafft, ein mehr als gelungenes Tennisvergnügen auf die 360 zu zaubern. Dank einer fordernden Karriere, den witzigen Minigames und der Xbox Live-Unterstützung kann man sich also am 30. März auf Tennissport vom Allerfeinsten freuen. Virtua Tennis 3. Virtua Tennis 3. Tennissport vom Allerfeinsten haben wir heute im Check. Ich werde es gleich mal live ausprobieren und gucken, ob das Spiel wirklich so gut ist, wie der gute Marc hier angekündigt hat. Wir müssen aber leider eine klitzekleine Pause machen vorher, aber wir haben nicht nur Virtua Tennis danach, auch den News-Check. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Wir sehen uns nach der Werbung. Bis gleich. Am 30. März sind wir an der Louis-Albert-Halle in Oberhausen zum dritten The Friday Night Game. Dort haben wir natürlich wieder spannende Spiele. Wir haben Counter-Strike, Warcraft und FIFA. In FIFA spielen die Shell-Hase-Brüder gegeneinander. Hero und Steiger. In Counter-Strike werden wir ID Gaming gegen Ray haben und in WC3 Fisch gegen Hasuops. Erlebe, was sich wirklich abspielt. E-Games, das neue Magazin für Online-Spieler. Quake Wars, Battlefield war gestern. Burning Crusade, richtig spielen in der Scherbenwelt. CC3, Konkurrenz für Warcraft. E-Games, die besten Seiten deiner Helden. Jetzt neu. Langeweile? Clipfish hat was dagegen. Clipfish TV. Deine Videos im Internet. Wasser ist Leben. Es hört sich so schön an, das Rauschen des Wassers. Es klingt wie Musik. Oft träumen wir davon. Doch wenn wir aufwachen, sehen wir nichts als Staub. Für viele Menschen auf unserer Welt ist Wasser etwas ganz Besonderes. Die es haben, verkaufen es für viel Geld. Aber wir haben keines. Gemeinsam können wir das ändern.
Brot für die Welt. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Am Mittwoch haben wir zwei richtig fette Special-Themen. Zum einen Command & Conquer 3 im PC-Bereich und ein großes Teenage Mutant Ninja Turtles Special im Konsolenbereich. Lasst euch verzaubern von tollen Themen am Mittwoch bei Giga Games. Mittwochabend, 21 Uhr und ein paar zerquetschte Minuten. Ihr seid immer noch goldrichtig bei 360, dem Microsoft Xbox Magazin von und bei Giga mit mir. Unser Thema heute: Virtua Tennis 3, ein Tennisspiel, auf das die Welt gewartet hat oder auch nicht. Das werden wir gleich im Live-Check erfahren. Vorher haben wir natürlich ein paar News aus der Welt der Microsoft-Konsole für euch zusammengetragen. Viele haben sich's gewünscht, jetzt wurde es quasi offiziell zumindest bekannt gegeben, zumindest laut einer amerikanischen Zeitung, die in der Regel sehr gut informiert ist. Die Microsoft Xbox 360 wird demnächst in einer anderen Farbe kommen, und zwar in schickem Schwarz. Das wiederum haben unsere Schreiberlingskollegen aus den Vereinigten Staaten zumindest erfahren wollen. Und damit nicht genug. Die Konsole kommt nicht nur in schickem Schwarz, es wird auch eine 120 GB Festplatte eingebaut, ein leiseres DVD-Laufwerk, was allerdings auch schon bei den normalen 360-Geräten der aktuellen Generation drin sein soll, und einen HDMI-Ausgang soll das Ganze haben. Das heißt, das Bild wird ohne irgendwelche Umrechnungen direkt 1:1 digital an den Fernseher eurer Wahl weitergegeben und sieht damit noch besser aus. Das Ganze soll so ungefähr $480 kosten, ist alles noch ein bisschen unklar. Microsoft hat sich noch nicht ganz offiziell dazu geäußert. Wir sind einfach mal gespannt, was da kommt, weil einen Termin und ob und wann das Ganze in Europa kommt, was es kosten kann, wissen wir alles leider noch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass ihr auf jeden Fall morgen euren Computer anschalten solltet. Zumindest wenn ihr auf Grand Theft Auto steht. Denn morgen ist es soweit, der vierte Teil wird endlich erhüllt. Rockstar hat es ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass der erste Trailer online geschaltet wird. Und es ist morgen so. Die genaue URL seht ihr wahrscheinlich gerade unten eingeblendet, während ich davon erzähle. Also, wenn ihr Spaß an diesen Spielen habt, checkt unbedingt mal rein. Eine weitere gute Nachricht gibt's vom Xbox Live Marktplatz zu berichten. Und zwar hat Microsoft bekannt gegeben, dass sie seit dem Start des Online-Portals ihren Umsatz um sage und schreibe 400% haben steigern können. Damit sind sie laut eigenen Angaben nach Apples iTunes Store der zweitgrößte Download-Gigant weltweit. Konkrete Zahlen wollten sie nicht sagen, ist auch schwer einzuschätzen, was das bedeutet, denn offiziellen Schätzungen zufolge hat iTunes immerhin einen Marktanteil von 90%. Tja, den Rest müssen sich dann eben die Kleinen so ein bisschen teilen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Eine weitere gute Nachricht gibt es für Leute, die häufiger mal den Marktplatz besuchen und auf Rollenspiele stehen. Denn Elder Scrolls Oblivion, da ist endlich die Erweiterung raus. Shivering Isles heißt das Ganze. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, wenn ihr auf Rollenspiele steht. Einfach mal ansurfen und das Ding runterziehen. Was es sonst noch Wunderbares Neues gibt in der Welt der 360, erfahrt ihr wie immer in unserem News-Überblick. Hey, what's up everybody? Hey. Command & Conquer 3, die Live-Vision-Kamera in Aktion. Dass die 360-Version von Command & Conquer Tiberian Wars im Multiplayer die Live-Vision-Kamera unterstützen wird, ist ja unlängst bekannt. Aber nun hat uns neues Bildmaterial erreicht, welches die Kamera in Aktion zeigt. Neben der Möglichkeit, sich über Headset zu unterhalten, kann man seinen Gegner in bestimmten Situationen beobachten oder aber ihn über sein baldiges Ende informieren. Und ist es dann um den Kontrahenten geschehen, gibt's zur Belohnung noch 10 Sekunden Sprechzeit obendrauf, in der man dann seinem Jubel freien Lauf lassen kann. In Hong Kong, a cop is murdered. Stranglehold. John Woo meldet sich zu Wort. Unter Hochdruck arbeitet Midway derzeit an der Fertigstellung des kommenden Actionkrachers Stranglehold, das ja bekanntlich eine Art Nachfolger des Films Hardboiled werden soll. Nun meldete sich der Regisseur des Films John Woo in einem Video-Interview zu Wort, um ein wenig über die Entwicklung des Spiels zu plaudern. Darüber hinaus erläuterte er auch die Parallelen und Unterschiede zwischen Spiel und Film. Der Release von Stranglehold wurde kürzlich auf Sommer 2007 verschoben.
For the movie is the director tell the story. You'll be entering. Armored Core 4, der direkte Vergleich. Sega hat uns kürzlich zu dem kommenden Actionkracher Armored Core 4 einen neuen Trailer spendiert. Das Besondere daran sind aber nicht unbedingt die Spielszenen, sondern der direkte Vergleich zwischen der 360 und der PlayStation 3 Version. Und hier scheint sich wohl abzuzeichnen, dass die 360 die Nase vorn hat. Beide Versionen sollen zeitgleich im zweiten Quartal 2007 erscheinen. The mission was a success. Good work. Please head back. Devil May Cry 4. Und er kommt doch. Bereits seit mehreren Wochen kursierten viele Gerüchte im Netz, die für eine Umsetzung von Devil May Cry 4 auf der Xbox 360 sprachen. Und nun bestätigte der japanische Publisher Capcom, dass Devil May Cry 4 definitiv auch für die 360 kommen wird. Bis es allerdings soweit ist, muss man sich noch ein klein wenig gedulden. Aber noch dieses Jahr können wir uns auf Dantes neues Abenteuer freuen. Tja, jede Menge wohlklingende Zukunftsmusik für 360-Besitzer. Nicht ganz so zukünftig ist das Thema der Woche. Virtua Tennis 3 mehrfach angekündigt. Jetzt wollen wir endlich mal schauen im Praxistest, was das Ding so auf den Rippen hat. Dazu schnappe ich mir mal ein Pad und zock einfach mal rein, und zwar in den Weltkarrieremodus. Fangen wir einfach mal damit an, denn das ist das, was ihr, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal einlegen solltet, zum ersten Mal machen solltet. Im World Tour Modus starten wir nämlich eine Karriere. Ich habe schon mal, wie ihr sehen könnt, eine angezockt, aber wir fangen jetzt einfach mal bei Null an und starten eine brandneue. Wir können uns wählen, wollen wir eine Damentour spielen oder eine Herrentour. Ich entscheide mich natürlich für die Herrentour. Ich bin sicher, ich bin sogar sehr sicher, dass ich die anstarten möchte. So, jetzt können wir unserem polygonalen Alter Ego noch ein individuelles Konterfei verpassen. Erstmal natürlich der Name ist das Allerwichtigste. Nennen wir ihn doch heute einfach mal. Na, komm her. Zack. Es ist ein bisschen schwammig tatsächlich, das Joypad. Aber kein Problem, wir mogeln uns trotzdem zum Sieg vor. Giga, welch schöneren, klangvolleren Namen könnte es geben in diesem Universum? Als nächstes können wir uns für das Gesicht entscheiden. Ja, dann nehmen wir erstmal den Hautton. Ich mach mal so ein richtig blasses Männchen. Was so irgendwie so ein Charakter, der mit mir natürlich so überhaupt nichts zu tun hat. Augenfarbe nehmen wir olivblau. So, und das ist ganz witzig, wir können auch die Gesichtsform jetzt ganz genau auswählen. Und das geht folgendermaßen. Ihr könnt in verschiedenen Partien Augen, Nase und Mund auswählen, wie das Ganze aussehen soll. Dazu rotieren wir den einfach mal ein bisschen, schieben mit dem rechten Analogstick die Proportion so, wie wir es haben wollen. Hohe Augen, immer hübsch. Nase, so ein kleines Stummelnäschen oder doch eher Pinocchio-Style. Pinocchio-Style. Nase im Wind. Mund. So ein kleines, oder? Nee, so fliehendes Kinn, ne? Fliehendes Stirn. Wie Otto sagen würde, wenn du nicht aufpasst, haut der ganze Rest auch noch ab. So, als nächstes können wir natürlich noch ein paar andere Haarfarbe. Ja, nehmen wir mal erstmal die Haarfrisur. Nehmen wir besonders schön. Nee, gefällt mir nicht. Ach, viel zu modern. So ein Aslak-Look möchte ich haben, so richtig was Schäbiges. Nee. Ja, das ist auch immer schön. Haarfarbe nehmen wir mal irgendwie so ein schönes Buttergelb. Wunderbar. Ändern wir auch noch die Braun, Bartfarbe, reicht, zack, zack. Müssen wir mal zum Ende kommen, so richtig schön Newbie. Körper, selbstverständlich die Größe. Ich will einen richtig großen Athleten, um das zu auszugleichen, was ich im wahren Leben nicht bin, nämlich groß und schwer. Zumindest war ich mal schwer, groß war ich nie. Vor allem nicht, wenn ich neben Kollege Felix Rick stehe. Stil, wir entscheiden uns jetzt für einen einhändigen Rückhandtyp. Und wollen einfach mal starten. Genug derweil. Wer Lust hat, kann natürlich richtig viel Zeit damit verbringen, einfach ein bisschen seinen Wunschkonterfei zusammenzubasteln. Finde ich ganz lustig, aber ist natürlich mehr Beiwerk. So, als nächstes müssen wir uns überlegen, wo wollen wir unser Hauptquartier haben auf der Weltkarte? Ich entscheide mich einfach mal fürs Meer, denn auch das ist möglich. Ja, ich bin sicher, da will ich es haben. Und dann geht es auch schon los. Die Idee ist nämlich im Prinzip ganz simpel. Virtua Tennis ist ja schon eine Serie mit einer ziemlich großen Tradition. Damals auf dem Dreamcast ging es los, beziehungsweise in der Spielhalle. Dann kam Virtua Tennis 2, auch für Dreamcast, wurde auch für PlayStation 2 umgesetzt. Und da wurde das Ganze ein bisschen komplexer. Das Ganze hat nämlich so
ein bisschen was von einem Rollenspiel. Sprich, dem Charakter, den ich jetzt gerade gebaut habe, der kann eigentlich gar nichts. Das ist ein richtiger Newbie, so wie ich im echten Tennis. Der hat überhaupt nichts drauf. Und entsprechend, um etwas drauf zu haben, um dann irgendwann auf der Weltrangliste, er ist jetzt auf Platz 300, ganz, ganz unten also, sich langsam nach oben zu kämpfen, müssen wir natürlich seine Fähigkeiten aufbessern. Und da gehen wir jetzt mal in die verschiedenen Trainingssequenzen. Trommelei zum Beispiel. Wir gehen jetzt mal direkt rein in die Trommelei. Das wird gemacht mit kleinen Minispielen. Also es gibt so kleine, muntere, sehr abwechslungsreiche Minispiele, in denen ihr verschiedene Techniken des Tennisspielens trainiert. Also eure Beinarbeit, Aufschlag etc. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Es gibt immer ein gewisses Ziel zu erfüllen. So, hier sollte ich jetzt zum Beispiel die roten Fässer möglichst schnell treffen. Na. Alter, ja. Schwuppdiwupp, da. Und geschafft. Wunderbar. Geschafft. Jetzt schaue ich mal auf mein Ranking. Das wird mich jetzt mir angezeigt. Ah ja, mein Schlag verbessert sich. Ein paar Level aufgestiegen. Ja, gar nicht schlecht. Das ist schon ein bisschen was. Reicht mir aber noch nicht. Ich will natürlich noch mehr. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Das ist alles ganz, ganz schön gemacht. Es schalten sich immer mehr Minispiele frei und immer mehr Turniere, je weiter ihr kommt. Trommelei war schon nicht nett, aber war schon ganz nett, meine ich natürlich. Jetzt gehen wir mal nicht nach Hause. Angriff der Aliens. Ein weiteres Minispiel, mal schauen, was ich hier verbessern kann. Mhm, 60 Sekunden Zeit, mhm, ja, 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 möglichst viele Aliens treffen. So, gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Die Kanone treffen. Die Kanone treffen. Wunderbare deutsche Sprachausgabe übrigens. Zack. Je länger ich den Knopf im Vorfeld gedrückt halte, desto wuchtiger wird der Schlag. Das Ganze ist bei meinem Spieler noch nicht ganz so ausgeprägt, weil er, wie gesagt, noch ziemlich am Anfang seiner Karriere steckt. Wenn ich die roten Tonnen treffe, dann gibt es eine dicke, fette Explosion. Das Schlagrepertoire ist auch sehr, sehr simpel gehalten. Ihr habt Slice, Topspin und Lob. Das ist alles, was ihr an Tasten braucht. Den Rest macht man entsprechend mit dem Analogstick. Also ihr legt die Richtung fest, ob der kurz, ob er lang sein soll, etc. pp. Und natürlich ist extrem wichtig dabei, wie steht ihr zum anfliegenden Ball. Nämlich dann könnt ihr entsprechend schön lange euren Schlag vorbereiten. Und die Trefferwahrscheinlichkeit der Richtung eurer Wahl ist deutlich höher. Zabusch. Ja, da macht's Bumm. Da hageln die Punkte auf mein Konto. Ja, wenn ich mit meinem realen Kontostand doch auch mal so aussehe. Ein paar Aliens treffen. Okay, Challenge geschafft. Mal schauen, was ich dafür jetzt an Belohnung bekomme. Ausgezeichnet. Sieht schon besser aus. Das Coole an dem Spiel ist, ihr habt virtuelle 20 Jahre Zeit, um eure Karriere beziehungsweise voranzutreiben, beziehungsweise auf Platz 1 der Weltrangliste voranzutreiben. Und was wann passiert, das seht ihr, indem ihr den virtuellen Kalender aufschlagt. Der sagt euch nämlich ganz genau, wo, wann, welche Veranstaltung ist, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und da seht ihr zum Beispiel jetzt Turniere in der ersten Woche. Hm, kann ich noch nicht teilnehmen, ist erst für Platz 204 aufwärts, 204 aufwärts. Ich check mal ein bisschen da weiter nach vorne. 300. Da könnte ich es nachher mal probieren, in der zweiten Februarwoche. Gucken wir mal, wo wir jetzt gerade sind. In der dritten Woche Januar. Ich könnte jetzt noch zwei Übungseinheiten machen, weil jede Übungseinheit immer eine Woche kostet. Dann wäre ich in zwei Wochen da, wo ich hin will, nämlich endlich auf den Court. Aber da gucken wir mal, wie sich das Training ausgezeichnet hat, wenn ich dann gleich mal mich auf den Court wage. Und ich glaube, ich werde nicht allein sein, wenn ich mich auf den Court wage. Denn ich habe einen hochprominenten Gast an meiner Seite, der mir nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit ganz praktischer Schützenhilfe zur Seite stehen wird. Ja, jetzt habe ich mich so schön eingezockt, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich machen will. Auf jeden Fall will ich weiter zocken, aber ihr müsst noch ein bisschen warten. Bleibt aber dran, es lohnt sich. Wir haben noch jede Menge tolle Themen außer Virtua Tennis 3. Unter anderem die Redaktionstop 10 und am Schluss ein wunderbares Überraschungspreview, das ich jetzt aber noch nicht verraten will. Dazu müsst ihr dranbleiben, bis ich mit der Werbung mich ein bisschen warmer gespielt habe. Bis gleich. Tschüss. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Am Mittwoch haben wir zwei richtig fette Special-Themen. Zum einen Command & Conquer 3 im PC-Bereich und ein großes Teenage Mutant Ninja Turtles Special im Konsolenbereich. Lasst euch verzaubern von tollen Themen am Mittwoch bei Giga Games. Die
endlich, die PlayStation 3 ist da. G-Magazin bringt auf über 20 Seiten den großen Hardware-Test, alle Funktionen und das komplette Spiele- und Film-Line-Up zum Start. Jetzt in G-Magazin, am Kiosk. Erlebe, was sich wirklich abspielt. E-Games, das neue Magazin für Online-Spieler. Quake Wars, Battlefield war gestern. Burning Crusade, richtig spielen in der Scherbenwelt. CC3, Konkurrenz für Warcraft. E-Games, die besten Seiten deiner Helden. Jetzt neu. 28. März gibt es hier bei Giga Games das großartige Special zu Command & Conquer 3. Wir zeigen euch vor dem Release exklusive Spielszenen hier bei Giga Games. Außerdem verlosen wir noch jede Menge toller Preise. Schaltet also ein. Giga Games, 22 Uhr. Ich mache euch sowas von fertig. Hallihallo, 360, ihr seid immer noch goldrichtig, ich bin immer noch da und ich werde immer noch zocken. Virtual Tennis, mein Highlight-Thema heute und noch viel, viel mehr. Ich habe es vorhin schon angekündigt, die Xbox 360 hat ja viel mehr zu bieten als nur Zockerspaß für Leute, die gerne zocken. Was ich richtig cool finde an dem Ding, sind die Multimedia-Fähigkeiten. Das ist zwar bei der PlayStation 3 auch schon so gewesen, aber die Xbox 360 war die erste Konsole, die richtig ausgiebig darauf Wert legt, dass man auch zum Beispiel Filme importieren kann, dass man Musik und Bilder etc. pp. Importieren kann. Und gerade das Musik importieren ist eine schöne Sache. Denn ihr könnt bei jedem 360-Spiel Musik eurer Wahl von der Festplatte streamen, so ihr denn eine habt, von CD, von einem angeschlossenen MP3-Spieler. Und wie das Ganze funktioniert, das will ich euch jetzt mal im Praxistest quasi näher bringen. Und zwar geht es wie folgt. Ich habe mir jetzt erstmal überlegt, legen wir eine CD an, eine von meinen absoluten Highlights, Fu Manchu. Das ist nämlich Musik, die richtig treibt. Und ich, besonders wenn ich Rennspiele spiele, dann mag ich einfach Musik, die mir quasi so einen richtigen Arschtritt gibt und mir das Gefühl versetzt, yeah, mit Vollgas durch die Pampa. Das funktioniert alles ganz einfach. Da bin ich Microsoft auch sehr dankbar, dass da wirklich Anfänger schon sehr viel Spaß mit haben können. Wir machen einfach die CD-Lader auf. Legen besagte Musik-CD ein, beziehungsweise die Musik eurer Wahl. Wir haben natürlich jetzt glücklicherweise eine Festplatte. Das heißt, ihr könnt Songs von euren Lieblings-CDs runterribben. Das könnt ihr auch mit selbstgebrannten CDs machen, wie auch immer. Das könnt ihr alles auf der Festplatte ablagern oder auch live abspielen. So, wir sehen jetzt gerade, der Musikplayer hat sofort das Album erkannt und spielt es auch ab. Und ich sage, ich möchte jetzt gerne, wenn ich nachher spiele und dann wieder eine DVD einlegen muss, möchte ich gerne einen Song runterrippen. Damit das nicht ganz so lange dauert, nehme ich jetzt mal nur einen. Und zwar würde ich gerne I Can't Hear You hören. Na? Na, komm her. Wird gerippt. Jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Ich will nämlich ja, wie ich schon sagte, nur einen einzigen Song auswählen. Und muss dazu die anderen Häkchen eben schnell rausmachen. Weil es dauert natürlich seine Minuten, bis das Laufwerk alle Songs eingelesen hat. So, damit bin ich jetzt aber zufrieden und sage CD Ribbon. So, ein Song ausgewählt. Gucken wir erstmal live, wie lange das ungefähr dauert. Ist eine wunderbare Sache. Na, rechts seht ihr den Statusbalken, der langsam aber sicher wächst. Und wenn der voll ist, dann heißt es, der Song schlummert ab sofort zum Abrufen auf unserer Festplatte. Eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, wie ich finde. Und zwar warum, das werde ich euch gleich noch am Detail quasi näher bringen. So, wie ich schon gesagt habe, ihr könnt auch MP3-Spieler, also beispielsweise einen Apple iPod oder auch jeden anderen MP3-Spieler eurer Wahl anschließen. Die wunderbare USB-Kompatibilität macht es möglich. Ich habe jetzt einfach mal meinen persönlichen iPod mitgebracht und schließe den einfach mal an. Dann könnt ihr ihn nämlich quasi mit der Xbox ansteuern. Geht ganz einfach unten bei den Ports. Rein damit, zack. Und schon wird das Gerät erkannt, sollte es zumindest. Kann ich im Audio-Auswahlmenü, zack, 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 gehen wir mal rein, Medien, Musik. Da sehen wir jetzt plötzlich iPod von Colin Gable angewählt. Und das ist im Prinzip die gleiche Menüführung, wie der iPod hat, wenn ihr ihn so mit euch rumtragt. Man kann sich die Alben, man kann sich die Künstler, man kann sich verschiedene Wiedergabelisten anlegen, alles, was das Herz begehrt, so wie ihr es haben wollt. Und ich spiele jetzt einfach mal, nur um zu zeigen, dass es auch funktioniert, einen Song ab.
Hören wir schon was? Funktioniert wunderbar. Songs bzw. MP3s könnt ihr leider nicht auf der Festplatte ablegen. Das funktioniert nicht. Dazu müsst ihr schon CDs einspielen, so wie ich es gerade gemacht habe. Aber, wie gesagt, jetzt will ich mal zu dem Clou des Ganzen kommen, warum ich das überhaupt so aufwendig zeige, weil es ist ja nicht wirklich was Neues, dass man Musik abspielen kann. Es ist aber was Neues, das in dem Spiel eurer Wahl abzuspielen. Und das mache ich jetzt einfach mal mit einem Oldie, der aber immer noch ganz schön ist. Need for Speed Most Wanted. Lege ich jetzt einfach mal ein. Denn es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Spiele, die nicht gerade mit den wunderbarsten auditiven Ergüssen gesegnet sind. Sprich, da wünscht man sich dann schon mal seine eigene Audioauswahl. Und das sehen wir dann jetzt gleich mal, wenn das Spiel lädt. Ihr könnt nämlich, wie gesagt, bei jedem Spiel euren ganz, ganz eigenen Soundtrack streamen. Entweder von der Festplatte oder aber auch von einem MP3-Spieler. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So. Ihr hört zum Beispiel, jetzt ist gerade schon der Ladevorgang des Spiels angefangen. Und im Hintergrund hören wir immer noch die Musik, die ich vorhin ausgewählt habe. Wenn ich die nicht mehr hören will, drücke ich einmal schnell auf das Menü und sage meinem eingebauten Player, nee, mach mal Stopp, will ich jetzt nicht hören. Und schon lädt das Spiel ganz normal weiter. Finde ich ein ganz, ganz, ganz tolles Feature. Weil ihr könnt ja... Ja, das interessiert uns jetzt weniger. Müssen wir alles nicht wissen. Wir wollen jetzt einfach mal schnell einen Quick Race machen. Zack. Na, das ist... Die liegen sehr nah beieinander. So, dazu gehen wir jetzt erstmal natürlich in das Optionsmenü, weil wir hören im Hintergrund immer noch den Originalsound, der uns aber mich zumindest langweilt. Und wenn es mich langweilt, dann hat es euch quasi auch zu langweilen. Deswegen schalte ich ihn jetzt aus. Da gehe ich einfach in EA Tracks, mache die Musik mal aus und mache auch mal die Hintergrund, die Wagenlautstärke so ein bisschen leiser, damit das irgendwie auch ein bisschen spannender wird. Ja, ich will das so machen. Und fange jetzt einfach mal. Ja. 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 Name passt alles wunderbar. Legen wir an. So, ja, soll auf der Festplatte gespeichert werden. Ja, hier muss man sich ein bisschen durchklicken. Ich bin froh, dass es keine Memory-Karten als Primärspeicherorgan gibt, bei meiner Xbox zumindest, denn das dauert ja immer noch länger. So, dann wollen wir noch mal ganz schnell einen Quick-Race wagen, damit ich euch jetzt auch zeigen kann, dass das alles Früchte trägt, was ich vorhin gemacht habe. Schnelles Spiel. Zack, zack, zack. Steuerung, alles wunderbar. So, jetzt muss das Ganze nur noch laden. Und dann kann ich wunderbar das Spiel jederzeit jetzt gleich pausieren und den Song, den Soundtrack meiner Wahl einladen. So. Indem ich wieder in das Menü gehe, mir jetzt ganz schnell einfach mal noch eine Musik auswähle. Musik auswählen, Punkt anwählen. Jetzt könnt ihr das Gerät auswählen, Festplatte oder iPod von Colin Gable. Ich nehme jetzt mal die Festplatte, weil ich will den Song haben, den wir eben hatten. Künstler war Fu Manchu. Na, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Alles abspielen. So. Das passt nämlich viel, viel besser. Und jetzt geben wir Gas. Ausgezeichnet. Ihr hört jetzt die Musik, die ich gerade gesehen habe. Die läuft jetzt im Spiel. Und ihr könnt, wie gesagt, eure Listen erstellen, wie ihr wollt. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ebenfalls, wie ihr wollt, ist die Top 10, zu der wir jetzt kommen. Ihr habt gewotet. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Denn nur 10 Spiele können es sein, die den Einzug halten in die Top 10 der 360-Spiele. Welche das sind diese Woche? Ich bin sehr gespannt. Ihr seid's auch. Schaut selbst. Diesmal habt ihr gewählt. Und genau das wird bei euch am liebsten gespielt. Traumhafte Damen, die sich in der Sonne regeln, eine Ballphysik, von der sich sogar die Pro Evolution Soccer Serie eine Scheibe von abschneiden könnte. Ach ja, und hin und wieder wird auch noch Volleyball gespielt. Dead or Alive Extreme 2 schafft es also, euch die kalten Tage zu verschönern und landet deshalb auf Platz 10. Lara Croft wird uns noch dieses Jahr mit einem neuen Abenteuer beglücken, aber auch ihr aktuelles hat es euch angetan. Mit einer schicken Grafik und einem ebenso guten Gameplay belegt Tomb Raider Legends diese Woche Platz 9. Auf Platz Nummer 8 haben es diesmal die Kicker von FIFA 07 geschafft. Dank den vielen Spielmodi, einem Manager-Modus und einer grandiosen Grafik kommt bei FIFA 07 richtig Freude auf. Sie schlagen erneut zu, aber diesmal zusammen mit den Herren.
Dead or Alive 4 ist nicht nur das schönste, sondern auch eines der besten Beat'em-ups. Zu Recht wird Dead or Alive 4 bei euch ganz groß gehandelt und landet deswegen auf einem soliden 7. Platz. Schnell, rasant und kilometerlange Strecken, sowohl im Einzel- als auch im Multiplayer. Dank den vielen Autos und der frei befahrbaren Insel Hawaii wird Test Drive Unlimited einfach nicht langweilig und belegt Platz Nummer 6. Auf Platz 5 kommt es zu einer Verbrecherjagd auf allerhöchstem Niveau. Nicht nur die Unreal Engine 3 überzeugt dabei, sondern auch das geniale Spielprinzip von Rainbow Six Vegas. Fußball vom Allerfeinsten. Das, was man sonst nur im Pay-TV zu sehen bekommt, gibt es auch auf der 360. Pro Evolution Soccer 6 sorgt dank einer gelungenen Ballphysik für ein noch nie dagewesenes Fußballvergnügen und belegt diese Woche Platz Nummer 4. Nicht nur die Redaktion, sondern auch ihr scheint von The Elder Scrolls 4 Oblivion richtig angetan zu sein. Der attraktive Preis von gerade einmal 30 Euro und auch die vielen downloadbaren Extras sorgen dafür, dass es diese Woche für Platz Nummer 3 reicht. Euer zweitliebstes Spiel in dieser Ausgabe ist Lost Planet. Capcoms Vorzeigeshooter hat es aber auch wirklich in sich. Viel Action, gelungene Mechs und dazu noch eine atemberaubende Grafik. Und genauso muss ein Shooter sein. Bereits der erste Teil für die 360 sorgte für offene Münder bei der Spielergemeinde. Doch nun setzt Ubisoft mit Ghost Recon Advanced Warfighter 2 nochmal einen drauf. Taktisch genial, grafisch brillant und spielerisch eine Klasse für sich. Dank dieser gelungenen Mischung dominiert Ubisofts Taktik-Shooter diese Woche unsere Community-Charts. Kompliment, muss ich sagen. Ihr habt einen verdammt guten Spielegeschmack bewiesen. Ich hätte es nicht besser machen können. Oder wenn es Leute von euch gibt, die sagen, mein Lieblingsspiel hat doch einfach gefehlt. Ja, dann könnt ihr das nur ändern, indem ihr mir eine E-Mail schreibt mit eurer Top 5. Schreibt an colin@giga.de, welche Spiele auf der 360 euch ganz besonders gut gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass in nur wenigen Wochen ein neuer Teilnehmer die Top 10-Liste zieren wird. Und zwar mein Highlight-Thema Virtua Tennis 3. Aber für Virtua Tennis 3 bin ich nicht alleine zuständig. Ich habe mir heute mal richtig kompetente Sidekick-Action gegönnt. Kollege Felix Rick von Giga Games wird mit mir zusammen gucken, wie gut das Spiel wirklich ist. Felix. Servus, Colin. Grüß dich. Hey. Hallo. Servus. Du, ich habe dich schon als Experten quasi ausgewiesen. Du hast ja eine, in Anführungsstrichen, ziemlich bewegte Tenniskarriere hinter dir. Ja, ich habe längere Zeit in USA gewohnt, um genau zu sein, 6 Jahre. 4 davon habe ich in dem Tenniscamp von Nick Bollettieri verbracht. Und der hat unter anderem Anna Kournikova, Tommy Haas und kurzzeitig auch mal Boris Becker trainiert. Und mit den Leuten habe ich auch mal gespielt, denn es war mal mein Ziel, Profi-Tennisspieler zu werden. Leider ist eine Verletzung dazwischen gekommen. Naja, aber jetzt... Und so musste ich bei Giga berühmt ja, werden. Ja, aber alternativ Videospiele spielen, to make a living, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht und vor allen Dingen kann man dann trotzdem noch ein bisschen Tennis spielen und du hast ja heute genau das richtige Spiel dafür. Ja. Virtua Tennis 3. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe Topspin 2 sehr viel auf der Xbox 360 gespielt und da vergleicht man natürlich ein bisschen, denn das sind die beiden konkurrierenden Serien. Auf jeden Fall. Topspin hatte den Ruf, ein bisschen simulationslastiger zu sein. Und Virtua Fighter, Tennis, meine ich natürlich, ein bisschen actionlastiger. Ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal ein Freundschaftsspiel. Absolut. Und gucken. Nehmen wir ein Einzel? Ja, ne? Ja, wir nehmen ein Einzel. Doppel kannst du ja vielleicht nachher noch zeigen, aber genau. Ich glaube, jetzt ist ganz gut für ein Einzel. Ich drücke mal Start. Ja. Kann mir jetzt einen der Spieler aussuchen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass man wieder so viele Profispieler mit dabei hat. Auch wenn man sagen muss, dass die Frauen ein bisschen benachteiligt sind, aber das macht mir nichts. Du hast hier Federer gewählt, dann ich habe mir Federer gewählt, ja. Roddick, den alten amerikanischen Stelzbock. Ja, denn, ich habe mir halt gedacht, wenn du schon so unglaublich bevorteilt quasi ins Rennen gehst, weil du ja quasi Ex-Experte bist, Halbprofi möchte man meinen, muss ich mir mit diesen guten Spieler aussuchen. Was wollen wir machen? Wollen wir zufällig auswählen? Lass uns einfach mal zufällig auswählen und gucken, was passiert. Man kann natürlich noch einstellen, wie viele Spiele man machen will, wie viele Sätze man machen will. Und das ist teilweise auch neu bei Virtua Tennis 3. Das konnte man eben so bei den Vorgängern teilweise nicht machen. Ich glaube, 3 Gewinnsätze ist die große Innovation. Ja. Das haben sie mit dem dritten Teil jetzt endlich mal geschafft. Haben die Fans lange gefordert. Beinharten Tennisfans, die wirklich so ein komplettes Match machen wollen. Auch das könnt ihr machen, das ist alles drin. Allerdings wollte ich nochmal zurückkommen auf Topspin 2 und Virtua Tennis. Da gibt es ja eine grundlegende Sache, die anders ist, und das liegt an der Steuerung. Bei Topspin 2 macht man Druck, indem man den Schlagknopf so lange wie möglich hält, während bei Topspin ist es halt wichtiger, dass man zum Beispiel früh am Ball steht.
Mhm. Und dann, wenn man frühzeitig am Ball steht, kann man auch umso mehr Druck machen. Also, was ich jetzt auf den ersten Blick merke, zum Beispiel, ich habe ja vorhin den Karrieremodus mal kurz angespielt. Ups, und da liegt er. Mein ungelernter Tennis-Anfänger-Nerd, der hat sich sehr, sehr viel langsamer bewegt und hat auch viel softer geschlagen und alles, als jetzt zum Beispiel die Profis. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil, dass man wirklich sofort merkt, aha, mein Typ hat nicht nur auf dem Papier was gelernt, sondern das setzt sich auch im Spiel um. Ja, das ist wirklich so, das ist echt ganz schön gemacht bei dem Karrieremodus, dass man eben wirklich merkt, man hat diesen Rollenspielaspekt, man verbessert sich immer mehr und so weiter und so fort. Und das ist ja auch so ein bisschen die Motivation an der ganzen Sache. Ah, da bist du mir ein bisschen... Ja, da bin ich dir quasi ins offene Messer gelaufen. Genau. Mit dem Aufschlag, wie ihr schon gesehen habt, funktioniert das im Prinzip wie seit Förscher. Komm jetzt mal. Ach, den hätte ich haben müssen. Und den auch. Wir hören übrigens immer noch im Hintergrund, Kawaii! Ich vorhin reingestreamt habe. Ja, 1-0, wunderbar, jetzt müssen wir wechseln. Dennoch muss ich sagen, dass mir irgendwie von der Steuerung Topspin zwar ein bisschen mehr liegt. Ich mag einfach dieses, ich drücke den Knopf früher und dann mache ich mehr Druck, lieber als wie, ich muss richtig stehen und dann kann ich richtig Druck machen. Ja, das ist so eine Sache. Also ich finde diesen, es hat halt mehr Arcade-Einschlag einfach. Das kommt ja auch aus der Spielhalle, die Serie. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Ich habe Virtua Tennis 1 damals geliebt und da haben ja alle Simulationsfanaten gesagt, das hat ja überhaupt nichts vom echten Tennis. Also man muss auch sagen, Topspin 2 ist deswegen nicht gleich eine großartige Simulation. Es spielt sich, finde ich, man kann auch genauso noch sehr viel... Alter! Ein Ass, Junge! Kann ja wohl nicht wahr sein. Ordentlich durchziehen, Obert! Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du mich jetzt hier wirklich fertig machst. Deklassierung at its best. Oh, ich versuche ja noch mal ein bisschen zu üben jetzt. Wir müssen mich jetzt leider kurz noch mal in die Werbung abgeben. Aber es geht gleich weiter auf dem Center Court. Wenn es der Center Court ist, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ist es nicht, das ist, glaube ich, immer grün. Mit Felix Rick und mir. Und ich versuche wenigstens den einen oder anderen Punkt gut zu machen. Ob es klappt, erfahrt ihr nach der Werbung. Bis gleich. Tennisschläger. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Am Mittwoch haben wir zwei richtig fette Special-Themen. Zum einen Command & Conquer 3 im PC-Bereich und ein großes Teenage Mutant Ninja Turtles Special im Konsolenbereich. Lasst euch verzaubern von tollen Themen am Mittwoch bei Giga Games. Eurosport Buzz. Hier geht's um die süßen Sachen des Lebens. Sport, Musik, Filme, Spiele und Trends. Die neue Show Eurosport Buzz. Exklusive Gespräche mit Trendsettern. Beim Sport, im Studio, zu Hause. Ganz nah dran. Eurosport Buzz. Jeden Samstag exklusiv. Nur bei Eurosport. Und im Web mit Videos und JPs Blog auf eurosportbuzz.de. Die PlayStation 3 ist da. G-Magazin bringt auf über 20 Seiten den großen Hardware-Test, alle Funktionen und das komplette Spiele- und Film-Line-Up zum Start. Jetzt in G-Magazin am Kiosk. 28. März gibt es hier bei Giga Games das großartige Special zu Command & Conquer 3. Wir zeigen euch vor dem Release exklusive Spielszenen hier bei Giga Games. Außerdem verlosen wir noch jede Menge toller Preise. Schaltet also ein. Giga Games, 22 Uhr. Ich mach euch sowas von fertig. Ich überhaupt schon? Meinst du hier die neue World of Warcraft mit Finn und Flo? Ja, fette Show. Super geil. Donnerstags 21 Uhr. Lass ich nur empfehlen. Late Nights 20 Uhr ist auch schon super. Late Nights. Donnerstags 20 Uhr, geilste Sendung. Ihr habt's gehört? Nee, besser würde ich jetzt nicht sagen. Also wow ist schon einen Tacken geiler. Nee. Ja, also, natürlich. Late 20 Uhr reicht völlig. Ja, wir haben eigentlich eine geilste Sendung. Wir haben Frau. Wizard. Zauberstäbe. Tja,
Schlecht gelaunt komme ich aus der Werbung zurück und das liegt daran, dass der gute Felix mich gerade richtig abgezogen hat. Ist ja, ihr habt zum Glück nicht gesehen. Ist ja nicht schlimm. Du kannst ja bei Virtual Tennis 3 auch, weil du hast ja nicht sehr viele Freunde, eigentlich gar keinen, kannst auch ein bisschen online zocken. Es hört halt auf. Üben. Ist gut jetzt. Es ist gut, weil jetzt kommt ein Thema, das mir wesentlich mehr liegt, glaube ich, als dem guten Felix Rick. Unsere Hast du mich Arcade- Felix Rick genannt? Pinguin Rick, genau. Unsere Arcade-Perle des Monats, nicht der Woche, aber für mich ist es eigentlich quasi des Jahres, denn das Highlight der Woche ist richtig geil. Ja, und das Highlight diese Woche ist Castlevania Symphony of the Night, ein PlayStation 1 Klassiker aus dem Jahre 1995. 97, ne? 97, ja. Genau, 97. Und Castlevania sollte einigen Leuten da draußen ein Begriff sein, die ein bisschen zockaffin sind. Denn das kam ja bereits auf dem alten NES raus, auf dem Super Nintendo kam es auch. Hatte diesen wahnsinnigen grafischen Effekt namens Mode 7 sehr, sehr geil gemacht. Jetzt ist das Ganze rausgekommen und zwar als Remake einer PlayStation 1-Version beziehungsweise die direkte Portierung von PlayStation 1 von Castlevania Symphony of the Night. Und das ist ja für viele Castlevania-Fans da draußen das beste Castlevania aller Zeiten. Also für mich ist es das Beste, auch wenn ich mich jetzt gerade so dämlich, wie ich mich hier anstelle, möchte man mir das gar nicht glauben. Ich habe das seinerzeit auf der PlayStation richtig lange und richtig intensiv gespielt, weil ich es unglaublich toll fand. Das Geile ist nämlich an diesem Castlevania, dass es eben wirklich sehr, sehr ausgeprägte Rollenspiele und Adventure-Einlagen. Ja. Also wenn ihr mal Super Metroid zufällig gespielt haben solltet auf dem Super Nintendo, dann könnte euch das Ganze auf Anhieb richtig behagen und vor allem bekannt vorkommen. Denn es ist so, dass ihr ein gigantisches Schloss hier zum Erforschen habt und natürlich nicht von Anfang an alle Bereiche einsehen und erkunden könnt, sondern je weiter ihr spielt, desto mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten bekommt ihr, die euch quasi Zutritt zu immer, immer neuen Schreckenskammern in Draculas Gruselschloss. Und die Mucke ist halt richtig, richtig cool bei dem Spiel. Aber eine Sache, die auch noch verbessert wurde, ist die Grafik. Vielleicht kann man das mal kurz zeigen, wenn du kurz ins Optionsmenü gehst, denn das kann man während dem Spielen umschalten. Achtet mal drauf, wir gehen ins Optionsmenü und dann in Einstellungen. Und da, Einstellungen, weiter runter. Ah, ja. Runter und da Grafik, wir sind gerade im verbesserten Modus. Jetzt gehen wir mal zurück in den Originalmodus, zurück. Ah, und, genau, und dann zurück. Und jetzt sieht man, ist alles ein bisschen pixeliger. Also jetzt ist das wirklich 1:1 die Version, die man damals auf der PlayStation 1 hatte. Und mit diesem verbesserten Modus kommt sozusagen so eine Art Weichzeichner drüber, der dieses Pixelraster noch mal so ein bisschen verschwinden lässt. Mhm. Und ist einfach eine schöne Sache, finde ich. Also beide Modi sind also enthalten, sozusagen der klassische für die ganz krassen Retro-Zocker, die das lieber so wollen. Und halt eben dieser verbesserte für jemanden, der vielleicht das Ganze an den HD-Beamer angeschlossen hat, der dann nicht ganz so pixelig das Bild haben will. Castlevania Symphony of the Night, definitiv eine Empfehlung, auch 10 Jahre nach Release des Originals. Grandioser Titel. Solltet ihr euch unbedingt auf den Zahn legen, ist zumindest meine Meinung. Ich leg dir gleich was auf den Zahn. Ich sag dir gleich, was wir uns noch auf den Zahn legen. Wir werden jetzt noch eine Runde Virtual Tennis auf den Zahn legen. Aber bevor wir uns Virtual Tennis auf den Zahn legen, ich hab's vorhin schon angekündigt, wir haben ein richtig tolles Highlight. Und zwar war unser Kollege, der gute Mark, in San Francisco unterwegs und hat Peter Molyneux, seines Zeichens Erfinder und Entwickler grandioser Spielspaßperlen wie Populous etc. pp., interviewt. Der hat nämlich ein neues Baby im Schoß sozusagen. Und das heißt Fable 2. Und was er da so an Informationen aus dem guten Herrn Molyneux rausgequetscht hat, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen in San Francisco, die wohl schönste Stadt der Westküste. Wir sind aber nicht extra um den halben Globus gejettet, um euch lediglich die Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Vielmehr ging es uns natürlich um die Spiele. Und da hatte Microsoft mit Peter Molyneux auf der diesjährigen GDC ein ganz heißes Eisen im Feuer. Für das Sequel Fable 2 kündigte er ja schon auf der X06 einige gameplay-technische Neuerungen an. Zu sehen gab's aber leider noch nichts. Im Rahmen der Games Developers Conference war es dann aber endlich soweit. Wir durften dabei nicht nur eine ausführliche Präsentation genießen, sondern hatten auch noch ein bisschen Zeit, um mit ihm in Ruhe über das Spiel zu plaudern. Also Herr Molyneux, was wird sich denn Grundlegendes in Fable 2 verändern? We're Lionhead. Our job is to give you innovation, to give you experiences in a game that you have never experienced before. And the question is, what that innovation actually is, it's all about what emotions you feel while you're playing the game. I'm going to give you a feeling of being loved. You can have a family. You can choose any woman or man, if you want to, in the world, in the world of Albion, and you can get married to them. You can have unprotected sex, and you can have children. As many children as you like.
and they will love you. And they'll appreciate you, and they'll grow up as you play the game, because you play over many years, they'll grow up. And they, if you're evil, your children will be evil. If you're good, your children will be good. But that's not enough. What I really wanted is something that really got you, that grabbed you by the heart and just wouldn't let go. A dog. Now, this sounds stupid, doesn't it? A dog. You know, this is an adventure game. What do you do with a dog? We have used all of our skills in creating a piece of AI and a piece of simulation, which is totally unique. He is completely adaptive. He is completely morphing. He changes, his personality changes depending on what you do. He absolutely loves you. And he is, the way that you control him is by playing the game. You can decide when he does things, you can decide how he behaves, but you don't do it through the joypad. You do it by controlling your hero. Because he is a dog and he will look at you for what to do. So there's a great example. Me and my dog are going through a forest and he hears something. And you see him stop and look around. Well, there are three hobs. One of them has a mace, one of them has a sword, and one of them has a bow and arrow. Because I've got a gun out, he will attack the enemy that is the most dangerous to me, the one with the sword, because I'm aiming my gun, and that's how you control him. You control him by playing the game. If I took my sword out, his behavior will be different. Darüber hinaus wird der Hund nun auch die Funktion der Minimap übernehmen. Fable 2 wird dem Spieler aber nicht nur neue Gameplay-Features, sondern auch eine dynamische Welt bieten. Aber wird sich diese dann auch in Echtzeit verändern oder werden diese dann questgebunden sein? The dynamic environment, we're calling them dynamic environments. What it means is, because you play Fable over many years, it means that environments change. This is what I really want, is that you and I can be discussing Fable 2. And you could be saying, I'm mayor of Ravenscar. And this is an example, by the way. I'm mayor of Ravenscar. And I said, Ravenscar, I've never heard of it. That's because your game, you've got Ravenscar, and in my game, I haven't. Am Ende seines Vortrages kündigte er dann noch zwei weitere neue Gameplay-Features an. Doch darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Eines davon könnte jedoch das Kampfsystem sein. Now, 70% of the time in Fable 1, what did you end up doing? You ended up fighting. So if you wanted to make a big difference to the game, what do you change? The fighting, the combat. And that's what we've done. And that's all I can tell you. Und das andere, vielleicht ein Online-Modus? Let me just say, it's the same thing again. You know, it's a very big team of very clever people on Fable 2. And, you know, playing together, playing with your friends is very, very significant and important. I'm not saying anything, I'm not allowed to say anything about Fable 2's co-op mode, or lack of it, or whatever it is. But I'm going to get in trouble for this, but I would say there is an element of that which I've never seen in a game before. Viel gab es leider immer noch nicht zu sehen, aber die Ideen von Peter Molyneux hören sich allesamt sehr gut an. Das war auch schon bei seinen vorherigen Projekten der Fall, doch schafften es leider nie alle Ankündigungen in eine finale Version. Mit Microsoft Game Studios hat er aber nun einen Partner, der ihm viele Mittel gibt. Mit über 300 Mann steht ihm dabei sein größtes Entwicklerteam zur Verfügung. Und er darf so lange an dem Spiel feilen, bis es fertig ist. Hoffen wir also das Beste für ihn. Aber in erster Linie doch für uns, oder? Tja, Peter Molyneux, weißt du, ich finde ihn ja irgendwie sehr, sehr sympathisch. Aber der hat wirklich seit Jahren immer das ähnliche Problem, ne? Er kündigt Traumwelten und gigantische Sachen an. Die Spiele werden dann ja meistens auch sehr gut, aber meistens, weil es irgendwelche blöden technischen Restriktionen oder ähnliches gibt, kann er dann doch nicht alles umsetzen. Er hat von mir auch mittlerweile einen Adelstitel bekommen, und zwar Sir Promise-a-Lot.
Er verspricht immer viel, aber nur die Hälfte schafft es ins Spiel. Mal schauen. Er redet gern, aber man hört ihm auch gerne zu. Er ist einfach ein sympathischer Kerl. Definitiv. Sehr, sehr unterhaltsamer Mensch. Aber der hat auch Erfahrung. Der ist ja schon seit vielen Jahren dabei. Was mir auch sympathisch ist, das bist du, weil du in deiner eigenen Stellung gegen mich hier verlierst bei Virtua Tennis 3. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme dich mal so ein bisschen am Händchen. Wir zocken mal kurz ein kleines Doppel, würde ich sagen. Ja. Du hast dich schon für Roger Federer entschieden. Ja. Ich nehme jetzt dieses Mal Tim Henman bei Virtua Tennis 3, denn der ist ein Surf- und Volley-Spezialist und das will man ja eigentlich beim Doppel. Und wir zocken, würde ich sagen, gegen... kennst du aus? Ja, Taylor Dent, auch ein Surf-Volley-Spezialist. Und dann nehmen wir vielleicht noch... Ja. Oh, das ist schön. Ich müsste mich da jetzt Tommy mühsam irgendwelche Statistiken klicken, um das rauszubekommen, was du quasi aus dem Nähkästchen plaudern kannst. So, du darfst anfangen mit dem Surfen. Drück einfach A und dann schon geht's los. Los geht's. Warte mal, was nehmen wir? Lass mal einen anderen Untergrund nehmen. Genau. Lass uns mal hier... Warte mal, nee. Lass uns auf Rasen spielen. Rasen. Schon in Düsseldorf, wenn wir gleich hier ums Eck sind. Ja, ausgezeichnet. Okay. Fangen wir mal an. Rasen ist hier der typische Belag für Serve and Volley und das sollte uns als Doppelspieler natürlich sehr entgegenkommen. Deswegen ein sehr schneller Belag, wo der Ball sehr, sehr flach und schnell wegspringt. Deswegen sehr, sehr schön. Ich schau mal, was ich jetzt aus meinem Ausschlag machen kann. Natürlich könnt ihr das auch zu viert spielen. Wir spielen jetzt gegen zwei Computergegner, weil niemand mit uns spielen will. Keine aber Freunde. Wenn ihr Bock und Zeit und vor allem vier Pads habt, dann könnt ihr natürlich auch zu viert offline gegeneinander spielen und auch online. So, du surfst, ich gehe jetzt gleich, zack. Ah! Oh, Fehler, gut, okay. Ich werde jetzt gleich nach rechts rübergehen und versuchen, den Ball reinzuziehen. Du musst nach links jetzt gehen. Oh. Das ist, da kostet es wieder nicht verkneifen, ne? Ja. Aber das ist halt die Taktik, dass man auch durchaus mal aggressiv reingeht in den Ball. Aber doch nicht, wenn du eine Sekunde vorher eine ganz andere Taktik Soll ich dich wieder hier im Einzel klatschen, oder? Ja, ich glaube, mit deiner Ankündigung... Nächstes Mal hole ich mir doch. Ich habe dich zucken sehen, du wolltest ihn haben. Ich wollte ihn haben. Und nicht großmütig sagen, oh, das war doch deiner. Du willst aber auch jetzt wirklich jeden Ball hier wegfischen, ne? Junge! Verdammt! Ich konnte ihm am Netz nicht tot machen, Junge. Ich konnte ihn nicht fertig machen. Merkst, das ist wieder aber ist nicht gut, wir verlieren unseren Aufschlag. Das ist das Schlimme ist nämlich, wenn Tim Henman ein Volley-Spezialist ist, aber du nicht, dann haben wir gar nichts davon. Der Ball ist aber auch klein. Ups. Ich find's aber auch gerade echt... Ärgerlich, dass man den Ball am Netz nicht so richtig Druck machen kann. Das ist, ja, das war, also ich kann mich an den ersten Teil erinnern, da konnte man immer richtig Druck machen. Und das ist gerade echt so ein bisschen, ärgert mich. Ja, die Aufschläge hatten mehr Wumms und das war alles wirklich deutlich leichter, ging es von der Hand. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Ja, das ist... Da siehst du, wollte ich wieder fischen. Hat nicht funktioniert, das ist aber auch gut so, dass du... Warte mal, ich werde jetzt den hier überloppen. Oh, das war nicht gut. Ja, wenn beide am Boden liegen, dann ist nicht mehr wirklich viel Flexibilität da. Nee, mit dir will ich definitiv irgendwo rumliegen. Auch so 20 Meter von mir entfernt, das könnte doch selbst dich nicht stören. Ja, vielleicht, wenn der Wind richtig steht. Ich will jetzt nicht wissen, in welche Richtung der Wind blasen sollte, aber... Da soll gar nichts blasen, okay, glaub mir. Das lassen wir einfach mal im Nirvana der Unwissenheit. Junge, was machst du denn hier? Du wirfst dich auf den Boden wie so ein toter Igel. Ich will doch alles kriegen, was ich kriegen kann. Menschenskinder, da ist der. Überhaupt, ne? Das darf ich zum Glück servieren. Ey, pass mal auf, jetzt schau dir mal ordentlich. Aufschlag durchbringst. Kelle serviert. Also ich muss sagen, ich finde Topspin 2 auch sehr schön. Aber ich mag das auch sehr gerne. Ich mag den Heavy-Metal-Soundtrack nicht so gerne. Ich würde jetzt auch wieder gerne tauschen. Ich muss sagen, ich finde den Soundtrack hier echt so ein bisschen... Wollen wir den ändern? Nee, wollen wir jetzt nicht. Gut. Vor allem eine Sache, die mir bei diesem Spiel auffällt, im Gegensatz zu Topspin 2 muss man wirklich sagen, die Animationen bei Topspin 2 sind ein bisschen näher an den Profi-Vorbildern dran. Ist es so, ja? Es ist wirklich so. Also die sind hier nicht schlecht, die sind hier auch sehr, sehr schön, aber sie sind nicht ganz so authentisch wie bei Topspin 2. Ist das eine schöne Sache. Wir werden hier ganz schön geklatscht. Ja, Junge, was machst du denn schon wieder? Du musst auf die andere Seite! Geh und wirf dich doch nicht hier von... Es ist so verführerisch. Von Ecke zu Ecke wirfst du dich hier wie so ein, kleiner Vorschul. Egal. Ich glaube, wir werden verlieren. Wir können da nicht mehr viel dran ändern. Das ist leider so. Da kann auch jetzt der große Gott des Tennis, der du leider doch nicht bist, aber ich habe das Leben schwer gemacht. Ich gehe jetzt. Egal. Ist trotzdem ein schönes Spiel. Ja. Würdest du es empfehlen? Wenn es jetzt, wenn ich gefragt, solltest du es kaufen? Ich würde es definitiv empfehlen. Okay. Es hat 1080p Unterstützung, hat Online-Modus. Tolle Sache. Was ich euch auch empfehlen würde, ist dran zu bleiben. Denn Kollege Felix Rick und mich seht ihr gleich wieder. Mich alleine ohne Felix Rick seht ihr nächste Woche. Schaltet wieder ein. 3:60, 9 Uhr, nächsten Mittwoch. Nur hier. Danke, Lieber. Bis dann. Tschüss.